viel Chaos. Und wer... Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie zurück aus London und wieder für euch da mit den aktuellen PS4-News. Ja, ich weiß, ich mache hier voll noch den Werbeboy für London, weil es war geil, es hat Spaß gemacht. Den Hoodie habe ich mitgebracht und deswegen dachte ich mir, gut, frisch zurück, passt es, ihn anzuziehen. Aber ich glaube, ich lege lieber direkt los mit den News. Vorher zeige ich euch noch das wichtigste Zubehörteil heute für die News, mein Accessoire schlechthin, dieser Controller. Ja, er ist nicht für die PS4 und warum der heute auch hier Thema sein wird, ja, das erfahrt ihr im Verlauf der Sendung. Da haben wir schon mal einen kleinen Cliffhanger, dass ihr auf alle Fälle drin bleibt. Wenn ihr denkt, hey Mensch, der sagt doch nur Blödsinn, das interessiert mich alles gar nicht, dann wartet ihr immer noch. Warum? Verflucht nochmal. Zeigt ihr einen Xbox-Controller in der PS4-News? Genau. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach an, weil wir haben eine ganze Menge Themen und wir starten mit Hellblade. Erscheint bereits am 8. August, ist also direkt vor der Tür und solltet ihr da ein Auge drauf werfen? Ich sage mal ja. Weil das Spiel hat nicht viel. Es hat einen geringen Umfang, es hat keine Open World, es hat kein Tutorial, es hat kein HUD, es hat kaum Geschichte, die euch erzählt wird. Die müsst ihr euch schon selber irgendwie zusammenreimen. Gut, klar. Die verrückte Dame, ja, verrückt ist sie nämlich, denn sie hört Stimmen. Sie hört rund um die Uhr Stimmen im Kopf. Manchmal geben diese auch nützliche Hinweise auf den Storyverlauf, aber selten. Also, eine ganze Menge Selbsterkunden. Permadeath ist auch noch mit dabei, weil wenn ihr getötet werdet, dann kriegt ihr so eine Fäulnis, die irgendwie wohl den Arm hinaufsteigt und wenn sie den Kopf erreicht, ja, da ist die Birne futsch, ne? Das war's dann mit Spielfortschritt. Da ist dann Schluss mit Hellblade. Game over. Bei einem Spiel, was knapp 10 Stunden ungefähr verspeisen wird, kann man damit ganz gut leben, denke ich. Und ja, das hört sich bisher alles an nach, ich mache einen Bogen drum, würde ich nicht unbedingt sagen. Das Spiel möchte nämlich einen geringen Umfang bieten zu einem geringen Preis bei gleichzeitig hoher Qualität. Das ist der Anspruch der Entwickler. Das Ding kostet 29,99 oder 29, wie auch immer, was genau der Händler eures Vertrauens dafür nehmen mag. Und die Qualität soll wirklich hoch sein. Und das, wie es bisher aussieht, ja, ist klasse, ist sehr, sehr interessant, ist mal wieder was ganz Besonderes. Und wenn man dann 30 Euro weggeworfen hat, ist es nicht das Schlimmste, aber ich würde deswegen trotzdem nicht vorbestellen, sondern auf erste Testberichte warten. Man kann das Ganze ganz kritisch beäugen, aber so ein bisschen schwerer, behäbiger Kampf in Richtung Dark Souls. Wir steigen ab in die Hölle, um unseren Geliebten herauszuholen. Ja, wieder ein weiblicher Hauptcharakter, so eine Aloy nach Drogenexzessen oder wie auch immer man sie nennen möchte. Die Hauptdarstellerin in Hellblade sieht wirklich, finde ich, mega interessant aus. Ganz, ganz cooles Spiel. Ich denke, ich werde euch zu 99% mindestens eine Stunde angespielt dazu präsentieren, damit ihr dann entscheiden könnt, ob das was für euch ist oder nicht. Am 8. August Hellblade. Ich denke auf alle Fälle ein Titel, der ja im Auge behalten werden sollte. Ja, dann auch erst vor kurzem in der Sendung PS Now. Die Beta startet wieder in Deutschland und nicht nur das, sondern die finale Version wird auch dieses Jahr in Deutschland starten. War ja irgendwie nicht so richtig klar, weil die letzte Beta ist lange her, da hat sich einfach irgendwie gar nichts getan. Nein, PS Now startet also auf jeden Fall dieses Jahr in Deutschland. Welche Spiele drin sind, könnt ihr auch auf der offiziellen PlayStation-Seite nachschauen, sind ca. 500 Titel, natürlich fast nur PS3 und das Ganze wird kosten, ja, offizielle Preise gibt es dort von Sony Deutschland noch nicht zu, was ihr dann für das Abo bezahlt, um dann halt die Spiele auf eure Konsole runter zu streamen. Und wie gut das Ganze dann auch wirklich laufen wird, wenn es released, das bleibt wirklich abzuwarten, wird natürlich auch ganz, ganz entscheidend sein von eurer Leitung, die ihr zur Verfügung habt. Aber wenn ihr dann, sage ich mal, Bloodborne und ein relativ hohes Input-Lag, ginge gar nicht, ne? Das ginge einfach gar nicht, muss man gucken, weil wie gesagt, es ist Streaming, es ist kein Herunterladen und dann zocken, sondern Streaming. Also PS Now auf alle Fälle dieses Jahr in Deutschland.
Ja, und dann natürlich Crash Bandicoot, ne? Er rockt die Verkaufscharts und nicht nur das, wenn ihr sagt, hey, ich hab das durch, das war doch alles Pillepalle. Ja, dann könnt ihr noch bis zum 19.8. das Secret Level oder das Hidden Level oder das verlorene Level, das Lost Level, ich glaube, so haben sie es genannt, könnt ihr euch herunterladen, weil wurde herausgenommen, weil zu schwer. Richtig, zu schwer. Die haben gesagt, nee, ey, Leute, das ist zu hardcore. Das machen wir nicht. Jetzt könnt ihr es euch, wie gesagt, gratis bis zum 19.8. herunterladen. Und so könnt ihr ein weiteres Level mit Crash erleben oder ersterben. Wie auch immer, wie schwer es denn auch sein mag. Und da ihr das ja bis zum 19.8. herunterladen könnt, könnt ihr euch freuen, weil wenn ihr es dann endlich durchgeschafft habt, am 19., denn 4 Tage später, kommt Lost Legacy. Der Standalone-DLC für Uncharted 4 wird bestimmt richtig mega und ist Gold bereits gegangen. Ist also bereits jetzt in Pressung. Das Ding ist fertig, da wird nichts verschoben. Aber ehrlich gesagt, bei Naughty Dog hatte ich da auch nicht so kurzfristig noch mit der Verschiebung gerechnet. Weil letztendlich ist es ein DLC und den werden sie ja wohl pünktlich auf die Reihe bekommen. Und wie gedacht, es ist Gold gegangen. Der Beweis ist erbracht. Es kommt pünktlich am 23.8. geht es weiter mit Uncharted. Womit es auf alle Fälle direkt sofort weitergeht, ist mit Nioh. Ja, den Haudegen haben wir ja auch noch auf der PS4. Verdammt schwer, verdammt geil, macht verdammt viel Spaß. Nioh, unbeugsame Ehre, der neue DLC, ab sofort im Store verfügbar. Ja, dann habe ich ein weiteres ganz besonderes Spiel für euch. Da werde ich jetzt allerdings relativ viel ablesen müssen, weil das kommt nämlich vom dänischen Entwickler Ultra, so nennen sich die Jungs und sie bringen ihre Spielpremiere. Das heißt, das erste Spiel der Firma Ultra. Ich weiß nicht, ich hoffe, sie sind besser im Spielentwickeln als im Namen geben für ihre eigene Firma. Ultra. Ich weiß nicht, wie man drauf kommt. Ich weiß nicht, egal. Die Jungs haben nämlich auf alle Fälle ein Third-Person-Sci-Fi-Abenteuer entwickelt. Erscheint am 19.09. für PC und PS4 und das Ganze nennt sich Echo. Und ist vom Spielprinzip her mega cool. Weil endlich habt ihr mal einen Gegner, der einfach so gar nichts kann oder der einfach alles kann. Weil er kann genau das, was ihr könnt. Denn der Gegner seid ihr. Ne? Hört sich schon mal sehr verdreht an, ist sehr cool. Das Spiel dreht sich um N, einer Reisenden im Weltall, die nach einer jahrzehntelangen Reise an ihrem Ziel ankommt. Einem Palast, der aus Legenden geboren wurde. Ein Wunder der alten Zivilisation, auf seine ersten menschlichen Bewohner wartend. Und hier draußen hofft N, die längst vergessene Technologie nutzt, ein Leben zurückzubringen, welches niemals hätte verloren gehen sollen. Ja, hört sich so schon mal von der Einleitung her ganz nett an. Die Geschichte ist dabei charaktergetrieben und steckt voller Wendungen und Entdeckungen und entwickelt sich sehr schnell zu etwas, das große Beunruhigung ausstrahlt. In der Rolle von N merkt man sehr schnell, dass der Palast selbst alles über einen analysiert und studiert, um es dann gegen einen zu verwenden. Bedeutet also, ihr spielt euer Charakter und all das, was ihr macht, wie ihr vorgeht, das lernen eure anderen Ichs im Palast. Das ist also wirklich mega geil, wenn ihr sagt, hey komm, ich hole hier die Wumme raus und nagel mal eben alles um, was zu nageln ist, ne? Dann machen das in Zukunft die Gegner auch, weil die lernen von euch. Ist, finde ich, wirklich richtig geil. Der Palast erschafft Echos, die nur einen Zweck haben, den Spieler zu zerstören. Das Spiel ändert sich auf Basis der eigenen Handlung und passt die Echos darauf an. Wenn man schleicht, dann werden diese ebenfalls vorsichtiger. Wenn man schießt, dann schießen sie zurück. Also die Idee finde ich wirklich richtig geil. Und die einzige Rückzugsmöglichkeit ist ein Fluchtort namens Blackout. Immer, wenn der Palast quasi herunterfährt, um seine tödlichen Kopien von N zu generieren, ne? Da ist dann kurz so ein Reboot, der Palast rebootet neu, dann, wie gesagt, können die Jungs all das, was ihr getan habt, außer das, was passiert in der Zeit des Blackouts. Während des Blackouts könnt ihr handeln und machen und tun, wie ihr wollt, weil, tja, der Palast bekommt es nicht mit, ist ja gerade heruntergefahren und deswegen könnt ihr euch also in diesem Zeitraum komplett ohne Konsequenzen bewegen. Also finde ich eine richtig geile Idee. Das Spiel am 19.09. kommt es für PC, PS4 und kostet auch nur 23 Euro. Da sollte man so auf alle Fälle einen Blick drauf haben, wenn das Ding erscheint, ob es dann vielleicht auch was taugt. Die Idee ist Bombe. Erstlingswerk der tollen Firma. Wisst ihr den Namen noch? Ultra, das war's. Ja, und wenn ihr immer noch nicht wisst, was ihr dieses Wochenende machen sollt, Doom zocken. Ihr sollt Doom zocken. Ganz einfach deswegen, weil es gratis spielbar ist. Ihr habt es immer noch nicht gekauft,
Macht das, Leute, macht das. Glaubt mir, Retro-Shooter, mega, mega geil. Macht einen Mordsfun, sowohl im Singleplayer wie im Multiplayer. Im Multiplayer könnt ihr noch richtig mega geil kreativ werden mit dem besten Map-Editor, den ich je gesehen habe. Das Ding ist einfach nur geil. Und wird jetzt noch geiler, weil es gibt das Update 6.66. Ja, die Zahl des Teufels, richtig. Ich glaube, die war absichtlich angepeilt bei der Versionsnummer. Und zwar werden jetzt alle Multiplayer-Inhalte gratis. Also alle DLCs, die man vorher kaufen musste, die Map-Packs und auch Waffen waren dabei, sind jetzt gratis für euch. Und früher gab es im Multiplayer diese sogenannten Hack-Module. Das bedeutet, ihr musstet so ein Hack-Modul auswählen und das wurde nach einer Zeit aktiv und dann konntet ihr halt was Besonderes machen, je nachdem, welches Hack-Modul ihr ausgerüstet habt. Das fällt weg. Dafür kommt das Runensystem aus dem Singleplayer auch in den Multiplayer rein. Und wie gesagt, momentan gratis zu zocken, macht das auf jeden Fall, wenn ihr es nicht gemacht habt. Doom lohnt sich wirklich. Und wenn ihr dann sagt, ey, ich finde es mega geil, ja, momentan noch zur Hälfte reduziert, für 15 Euro gehört das Ding euch. Gut. Da kriegt man es auch überall gebraucht, wahrscheinlich für den Preis, aber so könnt ihr es einfach gleich direkt herunterladen und genießen. Ja, und an der Stelle gebe ich einfach mal rüber in den Store. So, und damit sind wir auch schon angekommen im Store. Wir haben einmal die Sommerangebote mit Sparer bis zu 60% und total digital Sparer bis 70%. Wir beginnen mit den Sommerangeboten und wie immer ist viel, viel Zeug drin. Wir beginnen natürlich mit GTA 5. Da solltet ihr beachten, dass GTA 6 die ersten Gerüchte da sind oder ehrlich gesagt die ersten handfesten Gerüchte. Ich würde dazu auch eine News machen, wenn ich nicht jemand wäre, der sagt, Gerüchte finde ich doof, ich will Fakten, Fakten, Fakten. Die gibt es noch nicht, deswegen gibt es erstmal GTA 5 als Fakt mit 30 Euro zum Preis. Ist nicht wenig Geld, aber GTA bleibt auch meist teuer und wenn es mal ab und zu mal bei Saturn um die Ecke ein Angebot gibt, dann ist es günstiger, aber ansonsten eher nicht und GTA 5 ist natürlich was richtig Bombe, super Sahne, macht ihr einfach gar nichts falsch mit, wenn ihr bisher noch nicht eingetaucht seid in die Welt von GTA und dann haben wir Battlefield 1 und hier kann man dasselbe sagen, Leute, stark zu, Battlefield 1, einer der besten Shooter des letzten Jahres. Mit ganz viel Langzeitmotivation dahinter, auf jeden Fall für 26 Euro macht ihr da auch einfach gar nichts falsch. Tekken 7 habe ich mir komplett an mir vorbeigehen lassen, da weiß ich leider gar nicht, ob das Ding was taugt oder nicht. FIFA 17 für 20 ist nett, aber FIFA 18 steht vor der Tür, würde ich jetzt auch nicht mehr unbedingt zugreifen. Ghost Recon Wildlands wird weiter von Ubisoft viel mit Inhalt versorgt. Lohnt sich in meinen Augen, lohnt sich wirklich in meinen Augen. Gerade der Fallen Ghost DLC war wirklich relativ geil, wenn auch an manchen Stellen ein bisschen frustrierend, aber für wenig Geld kann man da gerne zuschlagen, ist jedenfalls meine Meinung dazu und vielleicht dann sogar hier gleich bei der Deluxe Edition zuschlagen, um dann halt auch die entsprechenden DLCs zu besitzen, wobei, wie gesagt, Narco Road ja eher unter ferner Liefen zu finden ist. Star Wars Battlefront würde ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr anfassen, nicht mal für 10 Euro. War ich noch nie ein riesen Fan, da warte ich lieber auf 2, was mir dann all das bietet, was 1 hätte machen sollen. Bloodborne, wie immer, sage ich ein No-Brainer, wer auf Dark Souls steht, kauft sich Bloodborne, weil das ist super Sahne für 16 Euro, Leute, stark zu. Oder noch besser natürlich hier unten, gleich Game of the Year mit allen DLCs, macht hier gar nichts falsch. Ganz genauso, Dirt 4 ist wirklich gut geworden, ist relativ aktuell, deswegen der Preis auch noch recht weit oben. Aber im Gegensatz zu den früheren Dirt-Teilen könnt ihr hier auch mit relativ wenig Können weit kommen in der Arcade-Einstellung oder der Profi nimmt dann halt auch die Profi-Einstellung. Das ist beides in Dirt sehr gut untereinander, ja, austauschbar. Deswegen auch hier eine Empfehlung, genau wie bei Rise of the Tomb Raider. Natürlich auch schon älter, aber das Spiel sollte man auf gar keinen Fall verpasst haben. Ist wirklich mehr als nur gut. The Last Guardian ist ein ganz besonderes Spiel, hat mir Spaß gemacht, aber Trico hat mich teilweise auch zum Wahnsinn gebracht, wenn die Steuerung nicht so wollte, wie sie sollte oder Trico nicht das gemacht hat, was ich wollte. Ja, das war manchmal grenzwertig, aber ansonsten natürlich ein ganz besonderes Spiel. Titanfall, ja, da haben wir dann den besten Shooter des letzten Jahres, meiner Meinung nach, gerade jetzt erst neu erweitert, um Horde-Modus und so weiter und so fort. Also auf alle Fälle nicht ignorieren, Leute, zum halben Preis solltet ihr wirklich zuschlagen. Ja, Black Flag, ja, ist schon wirklich uralt, da sind beinahe 10 Euro zu viel, aber Black Flag war sehr gut. Endlich konnte man mal eine ganze Menge durch die Gegend segeln und dabei Spaß haben. Also Assassin's Creed Black Flag, auch eine Empfehlung.
Seven Ways to Die soll jetzt endlich auch ein bisschen Liebe auf der Konsole erfahren, ist dringend nötig, weil recht cooles Spiel, erst so ein bisschen Aufbau, anschließend ein bisschen Überleben-Modus, wirklich cool gemacht, war auf dem PC lange, lange Zeit einfach viel, viel besser, soll aber jetzt, wie gesagt, auch endlich Updates auf der Konsole erhalten. Ratchet & Clank, ganz ohne Frage, Bombe, Bombe, einfach nur gut, Leute, gebt euch das, Guides dazu natürlich auch bei mir auf dem Kanal. Assassin's Creed Unity muss man nicht, kann man aber als Assassin's Creed Fan und ganz genauso Syndicate, jeweils 15 Euro, passt, finde ich, vom Preis her. Und Doom habe ich ja schon erwähnt gehabt, ne? Momentan gratis spielbar, Leute, das lasst nicht an euch vorbeigehen. Mad Max, ja, 13 Euro kann man machen, muss man nicht. Ist ein nettes Spiel, was relativ schnell langweilig wird, deswegen sollte man die Spielstunden dort innerhalb der Woche reduzieren, damit man nicht so schnell merkt, dass man doch immer wieder dasselbe macht. Uncharted Nathan Drake Collection, ja, wer Nathan bisher verpasst hat und mit Uncharted 4 gesagt hat, hey, 1 bis 3 würde ich gerne auch noch zocken, kann hier zuschlagen. Allerdings erwartet natürlich nicht dieselbe Klasse, die ein Uncharted 4 bietet. Mass Effect Andromeda auch natürlich schon zur Hälfte verfügbar, vom Preis her ganz einfach deswegen. Ja, das Ding ist leider ein bisschen nach hinten losgegangen, hat die Erwartungen der Fans nicht erfüllen können und schade, einfach nur schade drum. Need for Speed fand ich schon immer wirklich sehr, sehr schlecht. Dann haben wir hier For Honor, da haben auch die Spielzahlen schnell nachgelassen. Eigentlich schade, recht cool gemachter Gedanke von dem Spiel mit diesen Schwertkämpfen. Und aber auch nicht so angenommen in der Community auf alle Fälle. Ja, Wrestling lasse ich außen vor, Mortal Kombat X. Ja, Fatality kann man nur sagen, ist wirklich gut gemachter Prügler für 13 Euro. Auch kein Fehler auf alle Fälle. Knack, ja, habe ich mich nie mit beschäftigt. Mirror's Edge Catalyst, ja, für 7 Euro kann man das spielen. Das Ding ist solide, auf jeden Fall. Habt ihr den Vorgänger gemocht, werdet ihr den hier auch mögen. Aber es erreicht halt auch nicht die Klasse, auf die man gehofft hat. Outlast 2, alle Guides dazu, wie immer bei mir auf dem Kanal, ist, ja, nett. Ich fand ehrlich gesagt den ersten Teil besser, aber man kann es spielen. So muss man es leider wirklich sagen. Zum Glück wird hier unten die Luft ein bisschen dünner. Elder Scrolls Online braucht man nicht zu sagen. Das kennt, glaube ich, einfach jeder. Heavy Rain, ja, eins der besten Spiele generell in diesem Genre, sage ich einfach. Heavy Rain und selbst Beyond the Souls war sehr nett. Solltet ihr vielleicht nicht verpasst haben. Gerade jetzt im Hinblick darauf, dass Detroit Become Human vielleicht dann irgendwann nächstes Jahr kommt und ihr euch bis dahin schon mal mit dem Spielprinzip vertraut machen wollt, dann seid ihr bei Heavy Rain sehr, sehr richtig. Auf jeden Fall. Fallout 4, ja. Super Titel, ganz klar, mit Mod-Support, auch zum Glück endlich auf der PS4, wenn auch nicht ganz so groß ausgefallen wie, ja, auf der anderen Konsole, aber egal, Fallout 4 ist ein Must-Have-Titel, wirklich, wirklich gut. GTA hatten wir gerade oben schon, das ist dann hier halt mit dem Online-Geld zusammen, das ist jetzt nicht interessant, Fallen Ghost hatte ich schon erwähnt, dann Narco-Rot kann ich erwähnen. Kauft das nicht, ne? Kauft das einfach nicht. Batman Arkham Knight. Ja, Batman, die alte Fledermaus, ne? Wie ist sie? Super Sahne. Brauchen wir gar nicht drüber zu reden. The Division wird weiter wahnsinnig viel mit Content versorgt und kann weiter viel Spaß machen. Und dann hat man vielleicht auch Bock auf den Season Pass und kauft den hier zum halben Preis. God of War werde ich wahrscheinlich als nächstes bei mir auf dem Kanal präsentieren. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Darksiders 2 ist dazwischen gerutscht. Geplant war God of War 3. Natürlich auch ein ganz toller Titel. Titanfall 2 hier noch, ja, Deluxe Edition und braucht man eigentlich nicht unbedingt, weil Titanfall ist ja mit den DLCs, ja, sehr günstig, meistens eigentlich gratis. Dann haben wir auch natürlich für Fallout 4 den Season Pass, der lohnt sich sogar zu kaufen, gerade auch zum frühen Beginn des Spiels. Project Cars würde ich gerne empfehlen, weil es ein tolles Rennspiel, aber hier steht auch Teil 2 vor der Tür, Dragon Age Inquisition. Mir hat es einen Riesenspaß gemacht, die DLCs dazu könnt ihr jetzt noch günstig hinterherholen, wenn ihr das Hauptspiel natürlich schon besitzt. Schatten of Mordor, natürlich jetzt auch, ja, im Hinblick drauf, dass bald der nächste Teil kommt, vielleicht ein Kauf wert. Wenn ihr es bisher verpasst habt, dann habt ihr ein ganz tolles Spiel verpasst. Sorgt dafür, dass ihr das nicht hören müsst, indem ihr sagt, ich habe es mir jetzt im Sale geholt. The Order 1886, eins der letzten Spiele, ach nee, der allerletzten Spiele, richtig, so muss man es wirklich sagen. Ich habe mich noch nie bei einem Spiel so gelangweilt wie dabei, ist ganz einfach der Fall. Und hier haben wir Outlast 1 für 5 Euro. Das ist wirklich das Geld wert, ganz genauso natürlich der DLC. Bekommt ihr aber mit Outlast 2 gratis geliefert, also daher gut drüber nachdenken. EA Sports, Rory McIlroy, PGA Tour 7 Euro, macht ihr nicht viel falsch, wenn ihr denn sagt, momentan zu viel Regen fürs echte Grün, nehmen wir das Virtuelle auf der PS4.
Und dann haben wir ja noch Drive Club. Ja, ich glaube, da wurden auch schon tausende von Worten drüber gesagt. Da brauche ich mich nicht auch noch zu äußern. Farming Simulator 17, ganz nett. Second Son, auf alle Fälle hat man es bisher verpasst. Auch sehr nett. Hätte ich weiterhin ganz gerne mal endlich als PS Plus Titel. Killzone, Shadowfall. Ihr merkt, ne, hier No Man's Sky, ne, haben wir komplett übergangen, weil einfach das ist die beste Handhabe, die man machen kann. No Man's Sky einfach übergehen. Und dann kommen hier unten nur noch so ein paar Bundles. Evil Within läuft momentan im Livestream bei mir auf dem Kanal. Da könnt ihr euch dann auch schon mal gruseln. In Erwartung auf den zweiten Teil natürlich. Und natürlich ist er gut. Ganz genauso wie Child of Light wirklich gut ist. The Crew ist auch weiter wahnsinnig gepflegt. Auch hier kommt bald was Neues. Aber ich denke, das dauert noch so ein paar Tage. Und deswegen sollte man hier vielleicht zuschlagen. Das ist hier momentan der DLC. Calling All Units, der letzte DLC. Ich würde mir einfach die Super Deluxe Edition von The Crew besorgen. Und Telltale Games haben wir hier, ist natürlich immer wieder eine Empfehlung wert. Hier das Survival Bundle mit 7 Days to Die sogar mit drin im Paket. Auch eine Überlegung wert. WRC6 war sehr, sehr schlecht, lohnt sich nicht. Robinson The Journey ist ein nettes VR-Erlebnis, mehr als nett. Kann ich nicht sagen, ne? Habe ich leider mehr nicht gesehen. Auf der Gamescom letztes Jahr war das gewesen. Darksiders 2 läuft ja momentan bei mir das Let's Play. Leute, ein super Spiel, kauft euch das auf jeden Fall. Gab es ja letztens schon mal im Bundle zusammen mit dem ersten Teil als Remastered. Also beides wirklich super sahne Spiele. Kommen wir gar nicht drum herum. Die DLCs für The Division. Bulletstorm, ne? Also ich finde super sahne für 30 Euro Schlag dazu. Ey, habt ihr wirklich eine ganze Menge Spaß. Glaubt mir, gab es auch einen Stream bei mir. Könnt ihr auf dem Kanal nachsehen. Genau wie Valiant Hearts, auch ein toller Titel, den man nicht unbedingt verpassen sollte. Eine Hommage, kann man so eine Hommage nennen an den Ersten Weltkrieg oder besser gesagt so eine kleine, tja, so ein Fingerzeig mit, dass Krieg nichts Schönes ist. Auf alle Fälle, auch wenn das Spiel zum Anfang einen ganz anderen Eindruck hinterlässt. So, hier haben wir dann noch die DLCs zu The Evil Within Styx. Lohnt sich auch in meinen Augen wirklich ein Spiel, was eine Menge Spaß bereiten kann. Und Shards of Darkness noch relativ neu und auch schon hier reduziert. Flatout, ja, lasst das total an euch vorbeigehen, kann ich nur sagen, das taugt einfach gar nichts. Rugby habe ich keine Ahnung von, Sebastian Löb Rally ist auch eher unter ferner Liefen zu finden. Auch hier sollte man lieber Richtung Dirt zuschlagen, Star Wars Battlefront. Ja, auch hier wartet man auf den zweiten Teil, habe ich ja schon erwähnt. Risen 3, nichts, was man haben muss. The Search, eine Sache, die man haben sollte, auf jeden Fall. Leute, schlagt dazu, mögt ihr Dark Souls, mögt ihr auch The Search. Wenn das Setting auch Sci-Fi ist, aber der Kampf und so weiter, ist es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Kann man gar nicht anders sagen. Just Cause 3, ja, ne, schlagt zu bei den Addons, wenn ihr Bock habt, weil das Hauptspiel gibt es jetzt ja dann nächsten Dienstag gratis. Und dann bin ich ganz froh, dass wir hoffentlich hier mal so langsam Titel haben, wo ich nichts mehr zu sage, wie ich es mir hier momentan gerade mache. Ganz einfach, mir geht die Luft aus. Und ich hoffe einfach, dass die Liste gleich zu Ende ist. Ob ich hier nochmal aufschreien muss, das sollt ihr kaufen, weiß ich noch nicht. Ich habe selbst nicht bis unten durchgescrollt gehabt bisher. Und sehe hier jetzt auf Anhieb nichts, wo ich sage, hey Leute, schlag zu. Ich kann sagen, hier Leute, schlag nicht zu, ne? Mafia 3, lasst das sein, ne? Egal wie auch immer. Wirklich grottenschlecht. Und ich glaube, das war's wirklich. Das ist immer schön, so nach unten wird relativ uninteressant. Dann können wir hier nämlich rausspringen. Und gehen direkt rüber nach Total Digital. Aber hier habe ich wenige Empfehlungen, die ich unbedingt loswerden möchte für euch. Die erste ist natürlich Inside. Gab es gratis mit PS Plus, super sahne Spiel auf jeden Fall. Oder im Pack gemeinsam mit Limbo. Dann habt ihr zwei super sahne Spiele für kleines Geld. Oder ihr sagt Unravel, nochmal super sahne. So muss man es wirklich sagen bei allen drei Titeln hier. Das sind Sachen, die müssen auf der Konsole sein. Oddworld, New and Tasty, Ape, das alte Haus, wir kennen ihn noch, glaube ich, von der PS2 sogar, ne? Ja, ist cool, macht Spaß, absolut kleines Geld, ganz nett. Und tja, ich wusste übrigens gar nicht, dass Goat Simulator weitere Erweiterungen erhalten hat, die kommen gleich hier unten noch. Goat Simulator, die verrückte Ziege, mit wahnsinnig vielen Bugs, aber irgendwie macht Spaß, kostet ja auch nur ganz kleines Geld. Aber wenn ihr Platin haben wollt, wird die Sache teurer, weil 3, 4, 5 Controller werdet ihr verbrauchen, weil ihr zwischendurch ein paar wegen diesem einem missigen Erfolg an die Wand schmeißen werdet. Wenn ihr also keinen Controller-Schmeißkissen habt, seid vorgewarnt. Overcooked macht einfach Spaß mit der Freundin zusammen auf dem Sofa. Um die Wette kochen ist sehr, sehr cool gemacht. Genau wie Incredible Adventures of Van Helsing sehr cool gemacht ist. Day of the Tentacle hatten wir zum Glück auch schon mal umsonst erhalten.
Grim Fandango, ganz genauso, und war ebenso nett. Und dann noch hier die Empfehlung The Flame in the Flood. Wirklich ganz, ganz tolles Spiel für kleines Geld. Schlag dazu. Ich finde, es lohnt sich wirklich sehr. Und Virginia, ja, wie haben sie es letztens gesagt bei Inside PlayStation? Der Mindfuck, ja, so kann man es wirklich nennen. Ein Spiel, was komplett ohne Sprachausgabe auskommt, aber trotzdem eine sehr interessante Geschichte bietet und für 4 Euro euch wirklich mehr als genug unterhält. Und dann haben wir hier, wie erwähnt, gerade die Erweiterung zum Goat Simulator mit Payday und Waste of Space. Wusste ich überhaupt gar nicht, dass es das gibt. Das ist mir jetzt eben gerade ehrlich hier im Store das erste Mal überhaupt aufgefallen, dass es da noch weitere Erweiterungen gab. Dann haben wir Slender the Arrival. Wenn ihr euch richtig gruseln wollt, dann klappt das bei Slender sehr, sehr gut. Rogue Legacy, interessantes Spielprinzip, ganz einfach dessen, weil, wenn ihr sterbt, der nächste Charakter Eigenschaften des vorigen übernimmt. Das haben sie wirklich sehr, sehr nett gelöst, sehr, sehr nett gemacht, und kostet 4 Euro, solltet ihr vielleicht im Auge haben, auf jeden Fall. Und dann wird wie immer nach unten die Luft dünn. Hotline Miami, ja, auch das Ding hat natürlich wirklich für Furore gesorgt, genau wie Oxenfree eigentlich auch bei vielen sehr, sehr gut angekommen ist. Das solltet ihr euch selber mal anschauen, ob das vielleicht was für euch ist. Gerade bei solchen kleinen Titeln oder solchen besonderen Titeln ist das immer ganz schwer zu sagen, ob man es empfiehlt oder nicht. Was ich auf alle Fälle empfehle, ist Brothers, A Tale of Two Sons. Auch das mit der Freundin gemeinsam auf dem Sofa gespielt. Da schaut auch sie gerne mal zu. Einfach niedlich gemacht, die Story dahinter. Und das sind ja diejenigen, die demnächst bringen. Wie war der Titel? Wir haben es gehört auf der E3. A Way Out war es, glaube ich, gewesen. Mit den beiden Charakteren, die aus dem Knast fliehen. Das sind die Jungs, die halt auch Brothers A Tale of Two Sons gemacht haben. Und auch hier wird Goodies Atemluft wieder dünn und die Spieleauswahl ganz genauso. Das passt sehr gut zusammen, so dass ich hier eigentlich nirgendwo mehr schreiben muss. Hey Leute, kauft das auf jeden Fall. Sheltered ist nett, mehr auch nicht. Und wir sind hoffentlich durch mit den aktuellen Angeboten im PlayStation Store. Ich sag mal, es war eine ganze Menge dabei. Wirklich vieles kommt natürlich darauf an, ob ihr es bereits habt oder nicht. Aber wirklich, man kann bei einigen sehr, sehr gut zuschlagen und einfach alles hier raussuchen und sagen, hey, Siralim 2, super Sahne, kauft euch das, das wäre einfach zu viel verlangt. Es sind zu viele Angebote immer, um wirklich jedes Spiel, ja, behandeln zu können. Und wie gesagt, und gerade bei den kleineren Titeln ist es auch immer sehr stark vom eigenen Geschmack natürlich abhängig. Das ist es natürlich generell hier bei meinen Empfehlungen. Habt das immer im Hinterkopf. Wenn ihr wisst, ah Mensch, der Goodie-Geschmack ist ungefähr meiner, dann habt ihr schon mal, ja, eine sehr einfache Wahl. Und wenn ihr wisst, mein Geschmack geht genau an eurem vorbei, dann macht das Gegenteil von dem, was ich hier euch erzähle. Und ich gehe wieder zurück ins Studio. Ja, und zurück aus dem Store kommen wir auch gleich wieder sozusagen rein in den Store, weil die PS Plus-Titel für den August wurden bekannt gegeben. Und den zweiten Monat in Folge, muss ich sagen, geil. Muss ich wirklich sagen, einfach geil, weil wir kriegen Just Cause 3. Und ab dem Moment war es mir egal, was der Rest ist, weil mit Just Cause 3 alleine bin ich schon mega zufrieden. Das Ding macht einfach Spaß. Eine Story, die man ja zum Hintern abwischen wahnsinnig gut wahrscheinlich benutzen kann, weil sie ist einfach sowas von wurscht. Entscheidend ist, wir haben Fun. Wir lassen einfach alles explodieren, jagen alles hoch. Einfach total crazy mit verflucht viel geilem Bock. Ich hoffe, dass es nicht mehr diese elendig langen Ladezeiten gibt nach dem Ableben, die es ja früher gab, dass die verschwunden sind. Aber ein klasse Titel. Und dazu gibt es dann noch Assassin's Creed Freedom City, den Standalone DLC. Auch der ist gratis und damit gibt es 2 Daumen für 2 Titel nach oben. Und dann haben wir noch eine Sache für all die PlayStation VR-Freunde da draußen, also alle die eine VR-Brille für die PS4 besitzen. Es gibt neues Futter am 29.08. Dann kommt Pong! Ja, ihr könnt endlich Pong spielen. Wie viele Jahre ist das jetzt genau her? Ich glaube, beim ersten Pong habe noch nicht mal ich gezockt, oder? Keine Ahnung. Ach Gott, das heißt gar nicht Pong, ich sehe gerade, das heißt Spark, ne? Kommt von CCP, das sind die Jungs, die auch Eve Valkyrie gemacht haben. Das heißt also, die können eigentlich schon Spiele machen. Und jetzt kommt halt Spark und ja, ich sag, das Spielprinzip sieht wirklich aus nach Pong, ne? Ihr seht es im Hintergrund. Ja, ist ein Sportspiel, so nennen sie es. Also PSVR Sport mit Pong. Oder halt Spark hier in diesem Sinne. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Kommt am 29. August. Ich glaube, es gibt Schöneres für VR. Aber vielleicht ist es ja ganz nett und verbrennt dann doch ein paar Kalorien beim VR-Headset aufsetzen. Oder so ähnlich. So, und jetzt sind wir bei der letzten Meldung. Und jetzt kommt er hier zum Zuge. Mein Xbox One Controller. Weil ich möchte euch sagen, Leute, das Ding liegt gar nicht so schlecht in der Hand.
das liegt gar nicht so schlecht in der Hand, kauft euch einfach mal eine. Kauft euch eine Xbox, ne? Das sage ich hier wirklich in der PS4 News und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Weil ihr braucht ja nicht drauf zu spielen, ne? Ihr könnt das Ding ja ins Regal packen, ist ja nicht schlimm, ne? Frisst kein Brot, ne? Frisst keinen Strom, wenn es nur im Regal in der Ecke steht. Und Microsoft wird irgendwann wieder dazu übergehen, seine Verkaufszahlen zu veröffentlichen, weil sie sich der PS4 annähern. Und Sony hätte mal einen Grund, von seinem kleinen hohen Tross herunterzukommen. Das ist das nämlich, was ich so langsam im Gefühl habe bei Sony. Die Jungs waren schon mal dort. Die waren schon mal ganz weit oben auf ihrem Thron. Damals bei der PS2. Logisch, das Ding hat gerockt, das Ding war super Sahne und es verkaufte sich wie geschnitten Brot. Und dann kam die PS3. Das Ding kostete, was waren das, 800 Mark? Und als man dann Sony sagte, Leute, Mensch, 800 Mark für eine Konsole, das ist doch zu viel. Da war ja die Antwort von Sony gewesen, naja gut, ne, dann musst du halt länger sparen. Ne? Willst du das Beste, musst du halt länger sparen. So ist es halt, PS3 kostet viel Geld, ja, leb mit. Ne? Ja, das war schon so eine Arroganz und die scheint sich so langsam wieder auszubreiten bei Sony. Weil ab 31.08. wird PS Plus teurer. Also deswegen finde ich es gut, dass ich 2 Monate in Folge hatte, wo ich gesagt habe, hey, PS Plus Ziele gefallen mir. Weil dann kommen wir nämlich zu folgenden Preisen. Im Jahr 59 Euro statt 50 Euro, im Vierteljahr 25 statt 20 und im Monat 7,99 statt 6,99. Das sind die neuen Preise für PS Plus. Ab 31. August werden diese gültig sein und finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. 8 Euro im Monat ist eine Hausnummer. Ist definitiv eine Hausnummer. Ich sehe es mal im Vergleich, auf der Xbox kriege ich für 10 Euro den Game Pass und kann ungefähr 114 Titel spielen, wann und wie ich möchte und streame die auch nicht, sondern lade die herunter. Oder ich nehme EA Access, da zahle ich glaube ich im Monat 2,50 Euro oder irgend so ein Schmarrn und kriege die ganzen Electronic Arts Spiele, die in der Vault sind, was auch gar nicht so wenige sind, wo richtig viel geiles Zeug ist, auch gratis. Und hier zahle ich jetzt mittlerweile 8 Euro im Monat, das ist so eine Art Netflix oder so. Finde ich schon heftig. Finde ich wirklich heftig. Und ich sage mal, bei den Verkaufszahlen kann Sony das sich einfach erlauben. Weil, ich meine, wen interessiert es, ne? Was wollt ihr machen? Wirklich hier hinwechseln? Wahrscheinlich nicht, ne? Und deswegen macht Sony das ganz einfach, weil sie machen können. Sagen wir mal, das Thema Network Play, ne? Ja, was hat man letztens? Wir müssen unsere Kinder schützen und deswegen gibt es kein Cross-Network Play. Nein, sie sitzen auf einem hohen Ross. Die brauchen nicht mal drüber nachzudenken. Ich meine, Steam denkt drüber nach, Nintendo denkt drüber nach und jeder ist irgendwie zu Gesprächen bereit und sagt, hey, wir schauen mal, was wir machen können. Sony, nö, wieso? Ich meine, sie haben ja recht, ne? Ich meine, sie haben recht, aber das ist halt wieder diese Arroganz, die da irgendwie rüberkommt und das trifft nicht ganz so diesen Slogan, this is for the players. Nicht wirklich. Oder nehmen wir mal den Mod-Support bei zum Beispiel Fallout, Skyrim und so weiter. Auf der Xbox, klar, Mod-Support, bam, einbauen, fertig, ist er da. Sony sagt, nö, wollen wir nicht. Ja, irgendwann war dann irgendwie der Shitstorm so groß, dann haben sie gesagt, ja doch, zum Teil. Nicht alle, ne? Ein bisschen was dürft ihr haben, ein bisschen Mod erlauben wir euch, aber ansonsten, nö, warum? Und wie gesagt, ist für mich so ein bisschen der Anfang einer Arroganz, die mir so ein bisschen Angst bereitet, dass jemand da doch sagt, hey, wir sind so weit oben auf dem Thron, hier stößt uns keiner herunter und vielleicht brauchen sie mal wieder so ein kleines bisschen Konkurrenz, sodass auch sie sagen, hey, this is for the players, das ist unser Slogan und den müssen wir auch erfüllen und da müssen wir auch dran denken bei all dem, was wir tun, bei dem, was wir machen, bei dem, was wir entwickeln. Ist meine Meinung. Und eure? Ich weiß nicht, ist nur gefühlt. Schreibt mir mal eure Meinung dazu unten rein in die Kommentare. Fängt Sony an, vielleicht ein wenig in alte Schemata zu verfallen? Wie letztes Mal schon bei den Digitalkäufen, da war es wirklich klasse, einfach eure Meinung zu hören. Und deswegen auch hier würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr es mir unten reinschreibt. Ich sage, wir sind durch. Richtig, das war's. Das waren die PS4 News zum Wochenende. Ich hoffe immer, dass ich viel Interessantes für euch dabei hatte, dass es euch gefallen hat. Weil wenn dem so war, dann denkt dran, empfehlt den Goodie weiter, abonniert den Kanal, gebt den Daumen nach oben. Alles die Sachen, die ganz wichtig sind, um mich hier bei meiner Arbeit unterstützen. In dem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie. Ja, wirklich, muss ich definitiv die Daumen hochrecken, weil es ist drin, Crackdown 3 und damit bin ich glücklich und zufrieden. Mehr brauchen sie gar nicht mehr reinzupacken. Crackdown 3 ist geil. Die Story ist sowas von null und nichtig und auch uninteressant, weil eine riesen Sandbox einfach nur zum Spaß haben, zum Explosionen machen und so weiter und so fort. Also Crackdown ist mega geil und...
Das ist sehr gut, dass ich hier die News jetzt nochmal machen kann, ne? Crackdown 3, Just Cause 3 natürlich. Ja? Das passt natürlich, ne? Wirklich einer der wenigen Exklusivtitel von der Xbox, der fällt mir ein als PS Plus Titel. Ja, da ist auch nicht so viel drin in der Birne. Habe ich wohl ein bisschen was weggebrannt in London oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. Also nochmal von vorne.